Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von E-Test 2. Mein Name ist Uwe, das hier ist Folge 444. Wir stehen mit unserem Freightliner gerade hier mitten im Walde. Ich habe kurz mein kleines Geschäft verrichtet und wir werden jetzt gleich weiter nach Kola fahren. So, falls ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr ja, wo es lang geht. So, jetzt steigen wir mal ganz geschwind ein, zack. Und schon sitzen wir wieder in unserem Truck. Ich habe mal ganz kurz auch meine Tastenbelegung ein bisschen geändert wegen den Fenstern. Dann kann ich nämlich wieder in der Außenkamera bzw. mit der Flycam ein bisschen herumlaufen in Gänsefüßchen. Und funktioniert jetzt ein bisschen besser. Ich hoffe nur, dass ich mich dran erinnere, falls wir die Fenster das nächste Mal wieder öffnen müssen oder was auch immer, dass ich die Tasten ein bisschen umgelegt habe. Das war jetzt nämlich eine etwas sehr spontane Entscheidung, aber ist ja auch egal. Wir sind gerade erst angefahren, wir sind schon im 13. Gang. Mit 35 km/h. Wahnsinn. So, also, habe ich auf die Karte geguckt. Ja, in der letzten Folge habe ich auf die Karte geguckt, wo wir lang müssen. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder 30 Minuten her, irgendwie gefühlt. Ja, mal gucken, ob ich mich jetzt noch erinnern kann. Wir müssen auf jeden Fall gleich irgendwo rechts bleiben. Eine Ausfahrt runterfahren. Oh, wir sind schon wieder zu schnell unterwegs. Und danach nur noch einmal nach links und dann sind wir schon in der Straße, wo wir abladen müssen. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel hier tatsächlich erlaubt ist, ne? Wow, okay. Motorbremse knallt auf jeden Fall ganz gut rein bei dem hier. Bei dem Freightliner. Argo Sea. Argo Sea? Agro Sea? Argo Sea? Ah, ich weiß nicht mehr, wo das R ist. Egal. Wie dem auch sei. So, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Wir haben Isolierbänder geladen, knapp über 10 Tonnen. Ist nicht allzu viel. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ihr habt ja den LKW kurz von außen gesehen. Wir haben einen 20-Fuß-Container geladen. Auf so einem Container-Chassis-Trailer-Gedöns. So, Tempomat, ja, Cruise Control bei 70 km/h. So, warte mal, das funktioniert aber noch, ne? Ja, okay. Alles klar, funktioniert. Ich weiß nicht, ich bleibe jetzt einfach mal bei 70 km/h. Was ich auch lustig finde, das wollte ich schon in der letzten Folge sagen, ist mir aber irgendwie entfallen. Wir haben hier die analoge Anzeige für unsere Geschwindigkeiten und so weiter. Also digitales haben wir hier kaum. Aber unsere analoge Anzeige zeigt Meilen pro Stunde und sogar Kilometer pro Stunde an. Wir sind jetzt bei ungefähr knapp 45 Meilen pro Stunde, was so in etwa 70 km/h sind. Können wir hier auf dieser Anzeige auf jeden Fall sehr gut rauslesen. Das ist wunderbar. Dies ist wunderbar. So, das sieht mir aus, als wäre das so ein 4,40 Meter, 4,30 Meter Auflieger gewesen bei dem MAN gerade. Deswegen habe ich kurz mal so auf den reingezoomt. Der Trailer sah nämlich sehr hoch aus. So, neben den ganzen analogen Anzeigen, wie jetzt zum Beispiel Geschwindigkeit und Drehzahlanzeige, haben wir natürlich noch ganz, ganz viele andere Anzeigen. Wir haben hier unten rechts wohl eine Uhr. Noch weiter rechts ist wohl, ich glaube, die Temperatur in Fahrenheit für das Getriebe. Was man jetzt so bei den europäischen LKW wahrscheinlich eher nicht sehen würde. Ganz interessant, was haben wir hier unten links auf der Seite? Air steht da, was das jetzt genau sein soll, weiß ich allerdings nicht. Air Pressure in den Leitungen, also Leitungsdruck. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das in Bar oder PSI ist. Ich glaube eher ein PSI, ne? Ach, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ein PSI? Weiß ich auch nicht. So, vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, gucken wir uns die Anzeigen gleich nochmal etwas genauer an, wenn wir an der Abladestelle sind. So, während der Fahrt ist das natürlich ein bisschen tricky. Ich glaube, jetzt müssen wir rechts bleiben, wenn das die richtige Kreuzung ist. Jawohl. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass die Motorbremse erst angeht, wenn ich den Tempomat tatsächlich rausnehme. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Habe ich jetzt aber tatsächlich erst gemerkt. Sieht auch ein bisschen komisch aus, dass die... Es sieht auch ein bisschen komisch aus, dass die Fensterscheiben getönt sind, ne? Das
weiß ich nicht. Es sieht fast so aus, als sollte das so nicht sein. Jetzt war ich gerade ein bisschen überfordert. Motorbremse ausmachen, dann das mit den Fenstern erwähnen und dann gleichzeitig gucken, ob da einer kommt oder nicht. Ich denke mal, aber zu knapp war das jetzt nicht. Hätte ich ihn echt vielleicht trotzdem nie so gemacht, natürlich. Ich muss mich auf jeden Fall daran gewöhnen, dass ich die Taste für die Motorbremse so eingestellt habe, dass das der Schalter ist. Das heißt, zum Deaktivieren muss ich die Taste nochmal drücken. Ich denke, das werde ich aber wahrscheinlich sehr schnell wieder vergessen. Mal schauen. Ich glaube nämlich, in diesem Spiel kannst du die Motorbremse zweierlei einstellen. Einmal so als Schalter, das heißt einmal drücken zum Aktivieren und wieder drücken zum Deaktivieren. Oder zum gedrückt halten, und solange du halt eben gedrückt hältst, solange ist halt dann halt eben die Motorbremse auch aktiv. Und ich habe es halt eben so als Schalter aktiviert, beziehungsweise als Schalter programmiert, belegt, ne, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. So, das mit den Anzeigen und so, das hätte ich euch eigentlich auch in der letzten Folge genauer zeigen können, bevor wir losgefahren sind, dann wären wir vielleicht ein bisschen besser dran, aber wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, dann schauen wir mal, ob wir uns die gleich nochmal genauer angucken können, weil wir jetzt links abbiegen. Oh, wir haben sogar eine Vorfahrtsstraße abknicken, ne? Und wir sind ja auch schon gleich da, ne? So, von dieser Seite kommt jetzt nichts mehr. Oh, Alter. Diese A-Säule ist aber auch echt gefährlich, ne? So, das ist dann wohl die Stadt Kola. DSV müsste dann auch irgendwo hier auf dieser Straße sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob auf der linken oder auf der rechten Seite. Wow, das sind aber viele Polizeifahrzeuge. Die sind bestimmt alle unterwegs zur Grenze oder so. Würde mich zumindest nicht wundern. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, wo wir denn gleich abladen müssen hier. Nicht, dass ich dran vorbeifahre. Deswegen fahre ich gerade ein bisschen langsamer. Ihr seht es ja, wir sind ohne Navi gerade unterwegs, auch wenn im Hintergrund Lisa immer noch redet. Ich könnte das natürlich auch für solche Folgen ausstellen, aber ich vergesse es dann wahrscheinlich für die nächste dann wieder anzumachen oder so. Ich weiß nicht, deswegen habe ich es jetzt einfach mal angelassen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ihr könnt natürlich das diesbezüglich ein bisschen Feedback dalassen. Falls ihr sagt, komm bei dem nächsten LKW ohne Navi, machst du auch die Stimme aus. Oh, dann werde ich das vielleicht auch machen. Okay, hätte ich da reingemusst jetzt oder was? Oder meint sie diese Straße? Ich glaube, diese Straße meint sie. Ja, DSV. Wunderbar, sehr cool. Dass die Fenster abgedunkelt sind, ist sogar, also ich empfinde es eher als störend, muss ich sogar zugeben. Ist natürlich ein bisschen stylisch und so, und ich glaube, in Gebieten, wo die Sonne ein bisschen stärker scheint und so, ist das vielleicht auch ein bisschen sinnvoll, aber ich empfinde das tatsächlich irgendwie als störend. So, ha, ich habe mich dran erinnert, richtige Taste gedrückt, wunderbar. So, direkt an der ersten Rampe. Oder Rampe 6. Sollen wir abladen? Alles klar. Sollten wir, glaube ich, hinkriegen mit diesem kurzen Aufflieger. So, dann müssen wir natürlich jetzt ein bisschen über den rechten Spiegel fahren. Ich habe ja auch in der vorletzten Folge habe ich die Geräusche für den Rückfahrton ausgemacht für euch, damit das nicht mehr ganz so arg nervt. So. Ja, ich sehe jetzt auch gerade, dass auf diesem Auflieger eine Frau in der Badewanne sitzt. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich habe mich so auf diese Markierung konzentriert. Man sollte sich auch bei sowas nicht zu leicht ablenken lassen. Der Rückwärtsgang, ich weiß, der ist mit der Bremse irgendwie ein wenig komisch. So, sollten wir aber irgendwie hinbekommen.
Oh, Jesus, Maria und Josef, was mache ich denn hier eigentlich? Auf jeden Fall nicht gescheit rangieren, das mache ich hier. Ne, das gefällt mir gar nicht hier. Warte mal, bevor ich weiterfahre, muss ich mal gucken. Das sehe ich von hier aus so gut wie gar nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass der Auflieger dazwischen passt. Auf der anderen Seite wird auch nochmal so ein Poller sein. Ja, ich lasse ihn jetzt so stehen. So. Bevor ich jetzt den Motor ausschalte und so, möchte ich mir gerne nochmal ganz kurz die anderen Anzeigen angucken. So, ich habe ja unten rechts angefangen gehabt. Darüber haben wir natürlich die Tankanzeige. Das daneben ist schwer zu sagen, weil ich das natürlich nicht sehe. Ist auf jeden Fall irgendwas wieder mit Temperatur. Könnte Motor sein, vielleicht, weiß ich nicht. Oben drüber haben wir schon wieder irgendwas mit Air. Und daneben, keine Ahnung, das kann ich nicht sehen, ne? Air, hier haben wir Oil, Motoröltemperatur, Wassertemperatur, dann haben wir da oben nochmal Öl und die Voltanzeige für die Batteriespannung. Roadlamp. Ah, das ist der Scheinwischer hier, einen Moment. Ah, das ist dann zum, ah so. Da steht natürlich drauf Wiper Wash, also das heißt hier mit, Scheibenreiniger, Gedöns. Haben wir leider, so viel ich weiß, noch nicht in ETS 2 implementiert. Vielleicht kommt es ja noch. Trailer Brake, Parking Brake, Trailer Air Supply, Dome, Mirror Heat, eine Taste zum Aufheizen des Spiegel und irgendwas mit Fan. Aha. Keine Ahnung, ey. Da sind echt viele Sachen, bei denen ich absolut keine Ahnung habe. Warum wir so viele Air-Anzeigen haben. Natürlich werden die wahrscheinlich irgendwie für die Achsen auch sein. Wir haben nämlich eine Anzeige, die komplett bei 150 irgendwas ist. Und eine, die bei 0 ist. Da oben drüber ist ein kleines A und da ein S. Da oben haben wir aber auch nochmal eine Air-Anzeige. Wir haben drei R-Anzeigen, wenn ich es richtig sehe jetzt gerade. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. A, S. Weiß auch nicht, für was die jetzt stehen sollten. Wenn er jetzt irgendwie Trailer dabei stehen würde oder sowas, dann wüsste ich das eher. Aber ich weiß halt auch nicht alles. Und gerade mit den amerikanischen LKW, da bin ich echt nicht so vertraut. Kann man sich vielleicht vorstellen, ich bin noch nie einen gefahren, ne? So ist es halt eben. Irgendwie gefällt mir es doch nicht so ganz, wie wir jetzt gerade dastehen, aber ich lasse ihn jetzt trotzdem so stehen. Ich denke mal, zum Abladen wird das schon passen. Es war jetzt auf dieser Seite doch relativ eng, aber der Trailer hat dazwischen gepasst. Und ja, geht. Die Lagerarbeiter, die werden das schon regeln. Die werden das schon machen. So, wir koppeln jetzt ab, endlich. Sorry, aber ich will auch ein bisschen umgucken, ein bisschen was Neues lernen, wenn ich kann. Und so weiter und so fort. Ne, ihr kennt mich ja ein bisschen. Ich habe auch am Anfang des Let's Plays viel darauf gehört, was mir jetzt die anderen von euch zum Beispiel gesagt haben, so von wegen, dass ich immer zu lange brauche und zu viel schwafle und so. Das habe ich angenommen, habe mich aber damit selber in meinen Videos immer so ein bisschen gestresst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie krass war oder irgendwie schlimm stressig oder so, aber wenn ich mir dann Videos selber nochmal angeguckt habe, dann habe ich schon selber gemerkt, ja, da hätte ich mir vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit lassen können, so. Bei mir ist es eher wichtig, dass ich ein bisschen was erzähle, was tatsächlich auch irgendwie Sinn macht oder so. Nicht einfach, ne, ihr wisst schon. Und dementsprechend habe ich mir vorgenommen, mir doch, so wie ich damals bin, so wie ich halt einfach wirklich bin, dass ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit lasse. So, Leute, wir haben 70.000 Euro. Was werden wir jetzt machen? Werden wir noch einmal eine Tour fahren? Oder werden wir uns jetzt und hier einen neuen LKW kaufen? Was heißt neuen? Wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, Kredite bei der Bank aufzunehmen. Ich denke mal, aber jetzt am Anfang ist es noch nicht unbedingt vonnöten. Spätestens dann
wenn wir uns vielleicht einen zweiten LKW kaufen wollen, denn dann brauchen wir erstmal entweder eine neue Werkstatt bzw. Garage oder halt eben Geld zum Aufrüsten. Das kostet beides 180.000 Euro. Wahrscheinlich mehr als der zweite LKW kosten wird. Wobei, wenn wir dazu dann auch nochmal einen Auflieger bzw. Anhänger kaufen, wird das wahrscheinlich so fast dasselbe kosten. Gucken uns einfach nochmal ganz kurz um. Mittlerweile zu diesem jetzigen Stand, also die letzte Folge ist gerade am Hochladen, das heißt, da die Kommentare habe ich noch nicht so ganz, wir können uns aber trotzdem mal einfach mal anschauen, was wir haben. Also erkundet haben wir tatsächlich bis jetzt nur Mercedes, Volvo und DAF, Mercedes-Händler hier in Stuttgart, online kaufen, weil ich jetzt gerade nicht dahin reisen will. Was haben wir denn hier? Wir haben kleine Kabine, das ist der MP3. Dann haben wir hier den New Arctros, den MP4 haben sie ja sozusagen übersprungen. Mir hat ja auch mal einer gesagt, ich darf zudem nicht MP4 sagen, weil es halt der New Arctros ist. Der ganz neue, der jetzt der letzte rausgekommen ist, aber der MP5. Wo ist der MP4 jetzt geblieben? Ist mir scheißegal, ich sag zu diesem New Arctros trotzdem MP4. Und wen es stört, ist es halt so. Dann fühlt euch davon halt eben gestört. Ist mir egal, ich sag zudem MP4. So. Dann haben wir natürlich den MP4 nochmal als Gliederzug hier stehen und den, ist das jetzt der, das müsste der MP5 sein jetzt schon, glaube ich, ich sehe das nicht so richtig, so nochmal MP3, aber alles noch nicht freigeschalten, ne? Alles noch nicht freigeschalten, so, da haben wir ja auch die Titanreihe, also den MP4 als Schwertransporter mit 4 Achsen und so wie es aussieht auch den MP5. Dann müsste ich auch noch, da ist er doch, den Arox haben als Schwertransporter. Und hier ist auch nochmal der Arctros, der MP4. Ja, aber alles noch nicht freigeschalten. Erst mit Level 16, 20, was? Ah, 20, ich habe zuerst gedacht 29, 20, ja, mit 20, okay. Sind wir noch natürlich weit entfernt von. Ich hoffe jetzt, dass es euch nichts ausmacht, wenn ich mir so ein bisschen die LKW angucken möchte. Weil ich tatsächlich jetzt gerade mit dem Gedanken spiele, ob wir uns vielleicht einen kaufen sollten. Bei Mercedes werden wir jetzt aber wahrscheinlich erstmal nichts finden. Ach, übrigens. Nein. Oh, das war jetzt falsch. Entschuldigung. So, ich wollte nochmal dahin. Einen Moment. Weil ich glaube... Doch, tatsächlich. Guck mal, da ist auch schon der MP1 zu sehen. Ist das der MP1 oder der MP2? Also laut der Beschreibung ist das wohl der MP1. Ja, müsste auch der MP1 sein. Ich kann das nicht so richtig erkennen von hier aus. So, gucken wir mal bei Volvo vorbei. Online kaufen. So, da haben wir den alten F10 Globetrotter. Den habe ich schon ganz vergessen gehabt. 61.000 Euro. Der ist natürlich recht teuer. Da ist ja fast das ganze Geld, was wir bis jetzt haben, schon weg. Bei Volvo steht auch der Freightliner Argosy. Genau. 115.000 kostet der so. Da haben wir den Volvo FH 16, den älteren und natürlich auch den neueren. Ich denke mal, dass SCS Software auch bald die jetzt den letzten herausgekommenen irgendwann mal noch reinmachen wird. Den ganz neuen Volvo FH, ich weiß nicht, wie der jetzt heißt, Facelift oder was auch immer. Da ist ja jetzt aber vor nicht allzu langer Zeit der neuere wieder rausgekommen. Bei DAF können wir auch natürlich auch nochmal vorbeigucken. Da haben wir den alten DAF ATI und der wurde mir auch vorgeschlagen als ersten LKW, weil man den tatsächlich auch als Gliederzug umbauen kann. Und in meinem Testprofil war das sogar tatsächlich mein erster LKW mit einem Drehschemel. Habe ich mir den geholt, also Gliederzug mit Drehschemel-Anhänger, so, weil er halt relativ günstig ist. Dann haben wir aber noch den DAF NTT Hauben-LKW. Ja, ein ganz cooles Ding, 40.000 geht eigentlich, den älteren XF 105, dann haben wir hier den neuen XF, ich dachte er heißt XG, aber XG heißt er dann wohl in einer anderen Variante, ich muss jetzt mal gucken, ob wir den hier, ah ne, kann ich noch nicht, ja, kann ich noch nicht, alles klar, haben wir alles noch nicht freigeschaltet, ne, also wie gesagt, mit Level 8 kommt dann wieder so ein Schwung an neuen Teile. Ich habe euch, glaube ich, davon erzählt, dass ich den Mod von Watt und 50k rausgemacht habe. Da ist der XG. Ich glaube, XG heißt ja dann einfach nur, wenn er nicht mehr die Spiegel, sondern die Außenkameras heißt oder was auch immer. Keine Ahnung. Da wird es natürlich noch mehr Unterschiede geben, aber da gehen wir dann natürlich drauf ein, sobald wir das Zeug freigeschalten haben. XG Plus gibt es jetzt auch noch. So, dann gehen wir nochmal zum Mod-Händler, weil da sehen wir dann nur die Mods. Bei MAN haben wir jetzt natürlich noch den MAN F2000 Evolution. Den könnten wir umbauen sogar als
Ich glaube, auch Schwertransporter müsste bei dem gehen. Sogar mit V10-Motor, so wie es ihn damals tatsächlich gab. Da haben wir natürlich den Euro 6 nochmal als Wechselbrücken oder beziehungsweise Gliederzug und den TGA. Der TGA wurde sich tatsächlich auch gewünscht, weil ich dem im Let's Play so anscheinend noch nicht hatte. Was ich mir kaum vorstellen kann, aber ich denke mal, dass der Zuschauer tatsächlich recht hat, weil ich mich auch nicht erinnern kann, dass ich tatsächlich großartig mal gefahren bin. Außer mal vielleicht eine Tour, als wir noch keinen eigenen LKW hatten oder so. Ist jetzt natürlich für uns noch nicht so ganz erschwinglich. Bei Mercedes haben wir natürlich jetzt, ich glaube, den größten Teil einmal gesehen. Ich habe hier bei den Mods, was habe ich da drin? Da diese Arox und Arctros Titan Gedöns. Dann hier als Gliederzug MP5 und dann den Pack mit dem MP1 und MP2 müsste ich drin haben. Ich glaube, das war es dann bei Mercedes. Das ist ja MP2. Doch, dann war das tatsächlich der MP1, doch. Und das der MP... Also MP1 und MP2, Entschuldigung. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. So, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich alle Arctros-Klassen mehr oder weniger in diesem Spiel. Das heißt, wir haben MP1, MP2, MP3, MP4 und den MP5. Ich habe jetzt nochmal MP4 gesagt. Ja, für diejenigen, die es stört, ja, tut mir leid. Aber der New Arctros ist für mich einfach der MP4. So, bei Scania haben wir natürlich First Series. Der ist vergleichsweise zu den, ja, ich sag jetzt mal, anderen älteren LKW relativ teuer. Das Coole ist, wir können den auch umbauen als Gliederzug und für den habe ich sogar einen Anhänger extra drin, dass das alles so ein bisschen oldschool zusammenpasst, dass der Anhänger halt einfach zur Zugmaschine passt und umgekehrt. Und dann habe ich natürlich auch noch den RJL-Mod drin mit der vierten Generation und auch die T-Serie natürlich. Natürlich den Scania auch als Gliederzug verfügbar. Und soweit war es das, glaube ich, schon bei Scania. Ja, gehen wir mal zum Roman Diesel. Der kostet knapp 50.000 Euro. Wenn wir ihn jetzt natürlich noch ein bisschen ausbauen und so, wird er wahrscheinlich ein bisschen drüber kosten. Ich glaube, den können wir nicht umbauen als Gliederzug. Nee, können wir nicht. Ist halt ein kleiner Laster. Ist ganz cool. Macht sicherlich auch ein bisschen Laune, den rumzufahren. Ich habe auch mal gehört, der soll super, super gut sein. Die letzte Version, die ich von ihm getestet habe, ist schon echt arg lange Weile her, deswegen kann ich jetzt nicht mehr ganz so viel dazu sagen, das ist bestimmt schon 5 Jahre mindestens her, glaube ich, und ich kann mich aber daran erinnern, dass er echt einen guten Sound hatte und qualitativ doch auch sehr, sehr gut angesehen war, ne? Also er wurde mir auch öfters mal empfohlen tatsächlich. Bei Volvo, wie gesagt, den F10 haben wir hier drin und den Freightliner, bei DAF haben wir auch schon gesehen, den 95 ATI und den NTT. Der ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, eher ausgelegt, also zumindest war das damals, als er rausgekommen ist, auch mehr so für Schwertransporte. Den gibt es natürlich auch in mehreren Varianten, auch mit Schlafkabine und sogar eine etwas größere Kabine. Ich würde mir, wenn, dann tatsächlich so holen. Aber für mich müsste er jetzt nicht unbedingt für Schwertransporte ausgelegt sein. Meine Fresse, hat er hier einen Wahnsinn. Moment, man kann ja jetzt mittlerweile hier in dieser Garage auch tatsächlich herumlaufen. Guckt euch mal dieses Paket an Blattfedern an. Meine Fresse. Wahnsinn. Ist so an sich ein echt schöner LKW. Warum flackert das dann so komisch? Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Naja, egal. Huch. Jetzt komme ich gerade ein bisschen durcheinander hier mit dieser Kamera. Egal. Ja, schöner LKW. Ich finde den echt ganz cool irgendwie. Aber als ersten LKW, weiß ich nicht, was kostet denn der jetzt in dieser Ausführung schon? 47.000? 6x4. Okay, das ist die kürzere Ausführung, genau. Das da ist die 5 Meter Ausführung. Ich denke mal, dass das jetzt die Maßeinheiten sind für 5,36 Meter Radstand. Und 4,92 Meter Radstand, das würde auf jeden Fall hinkommen. Wir haben aber hier bei den Kurz wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, genau, eine größere Kabine aufzusetzen. Das heißt, wir sind dann mehr oder weniger gezwungen, den großen Radstand zu nehmen. Da sind wir bei 47.000, jetzt vielleicht noch mit einem gescheiten Motor. Ja, 345 PS, das ist natürlich auch so ein bisschen in sich gehalten. Das heißt, wir haben hier nicht die Möglichkeit, irgendwie einen neueren Motor mit, was weiß ich, 700 PS oder so einzubauen. Ich weiß, viele Mods machen das sau gerne, dass man in ihren LKWs dann auch 1000 PS Motoren oder sowas einbaut. Das brauche ich alles nicht. Ich will alles ein bisschen
realer halten und meinen Spaß ein bisschen damit haben. Ich spiele ja auch dieses Spiel nicht, weil ich unbedingt schnell irgendwas erreichen will oder sonst was, sondern der Weg ist das Ziel. Ich möchte bei diesem Spiel entspannen und so ist es halt eben auch. Deswegen bin ich auch gerne mal ein bisschen langsamer unterwegs, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. So, 16 Gänge. Gibt es, so wie es aussieht, wohl nicht mit Retarder, aber das steht jetzt einfach in diesem Fall einfach nicht mit dabei. So, Steigung, Gefälle, hier haben wir natürlich anders übergesetztes Getriebe. Das wird ein etwas kürzer, genau, das ist etwas kürzer übersetztes Getriebe, das hier etwas länger. Okay, keine Ahnung, ich würde bei dem, ich könnte ihn mir ganz gut als, ja, mit 345 PS ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber als Baustellenfahrzeuge, Transportmaschine vielleicht vorstellen. Wobei das dann tatsächlich echt schwierig wird mit dem, wenn wir so wenig Leistung haben im Vergleich zu den heutigen LKWs. Ob wir es tatsächlich dann schaffen sollten, mit einem 30-Tonnen-Bagger beispielsweise mal die Mine da hochzuklettern, wird, glaube ich, schon echt schwierig bei dem. Auch wenn er ein 6x4-Fahrwerk hat. Aber ja, das ist eher unrealistisch. So, Innenraum, richtig, richtig cool. Ah, das sieht aus wie eine Bank im Bus. Wirklich, also. richtig cool. Der hat natürlich auch ein Handschaltgetriebe bei 18 Gängen. Ne, 16 hat er, der, ne? 16 Gänge, genau. Wäre das natürlich auch cool, wenn ich ihn vielleicht handschalten könnte, aber ich habe meine Tastenbelegung mittlerweile so belegt und ich habe sogar kleine Sticker aufgebracht, damit ich weiß, was was ist und so weiter. Also mit so Symbolen, zum Beispiel für die Zündung, für die Feststellbremse, Scheibenwischer und so weiter und so fort. Deswegen möchte ich, das Problem ist halt mit der Haarschaltung vom G27, ich bräuchte dann in der Nähe auf jeden Fall die Taste, wo ich das Getriebe umschalten kann, auf die hohen oder niedrigen Gänge und so. Und naja, da habe ich halt jetzt hier nicht mehr wirklich Platz, ehrlich gesagt. Deswegen fahre ich mit dem Ding eigentlich nur noch Automatik. Aber wenn ich den anderen Schaltknauf hätte, den man per USB nochmal am PC anschließt, dann hätte ich an dem vielleicht nochmal ein oder zwei Tasten, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, wo man die Getriebe auch umstellen kann. Ich glaube, es müssten zwei Tasten sein. Einmal für hoch, niedrig und einmal für den Splitter. Ja, keine Ahnung. Vielleicht spare ich mir den dann doch, bis ich so ein Ding habe. Ich werde mir auf jeden Fall bald mal so ein Ding holen. Ich habe auf eBay schon ein paar in der Beobachtungsliste. Ja, das holen wir uns zuerst, ne? Das Problem ist, ich habe jetzt auch immer noch nicht so das genaue Ergebnis zwischen Sattelzug und Gliederzug. Steht immer noch Gleichstand jetzt im Moment. Deswegen schwafle ich jetzt gerade schon eine halbe Stunde und ich habe eigentlich nichts gemacht. Aber wie wäre es, wenn wir uns einfach nochmal eine neue Tour raussuchen und jetzt wieder weiter in den Süden fahren? Wir sind ja jetzt gerade in Kola, hier in Russland hier oben. Kola. Badewannen nach Finnland. Das ist Spitzbergen. Ja, wieder die gleiche Tour, ne? Nochmal Spitzbergen. Ivalo, Finnland. Okay, wir haben nur. Das würde wieder etwas weiter in den Süden gehen. Bei DSV haben wir auch gerade abgeladen. Deswegen werden wir, glaube ich, diese Tour annehmen. Ja, ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt einfach. Ich nehme sie jetzt mal an. 13 Tonnen Badewanne. Entschuldigt bitte. Das ist sogar der neue Arktos. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen bei einem kleinen Bild. Ja, cool. Dann haben wir auf jeden Fall mal was Cooles für die nächste Folge dann. Das ist alles klar. Das ist der Auflieger. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so zeigen darf hier auf YouTube. Ich hoffe, es macht keine Probleme. Dann haben wir ja für die nächste Tour auf jeden Fall auch was Interessantes hier mit dem neuen Arktos. Ihr wisst ja, mein Ziel war es, so ein bisschen nach Spitzbergen endlich mal zu kommen. Endlich mal das erste Mal, seitdem ich ProMods installiert habe, bin ich jetzt auf Spitzbergen gewesen. Und ich habe es ja schon mal ganz kurz vorausgesagt, wir sind erst Level 6, mit Level 8 kriegen wir die meisten Anhänger erst freigeschalten. Ne? Hier Level 8, gut, die hier dann mit Level 10. Aber falls wir uns halt eben einen Gliederzug kaufen sollten, sind halt diese Trailer von... Ah, die sind erst Level 11! Eieiei. Oh, ich habe gedacht, das wäre Level 8. Oh, Level 11 ist mir echt noch ein bisschen zu lang. Der hätte ich dann schon gerne einen LKW. Das ist übrigens der LKW, der Anhänger für den DAF 95 ATI. Und das hier für die First Series vom Scania.
Ja, wenn wir uns jetzt, das heißt, so viele Gliederzug-Anhänger habe ich noch nicht frei, außer die von Krone. Drehschemel, Tandem. Ich weiß nicht, ob wir bei dem Tandem auch schon die Anzahl der Achsen ändern können. Nee, lässt sich hier bei diesem Krone-Anhänger jetzt nicht. Das ist nämlich ein extra Mod. Vielleicht geht das dann hier, sobald wir hier mal was freigeschalten haben. Ich müsste aber irgendwo, hier ist nochmal einer, den kann ich aber auch nicht großartig verändern. Ich weiß auch nicht mehr, der müsste, glaube ich, auch nochmal von irgendeinem extra LKW sein, glaube ich. Bei Eckery haben wir sonst noch hier Drehschemel-Möglichkeiten und auch natürlich Tandem, Tridem, Quadrem, was auch immer. Ja, so. Kurze Deichsel, lange Deichsel. Ich hoffe, dass wir das vielleicht doch mal ändern können. Vielleicht auch währenddessen wir mit dem fahren. Denn ich habe vor kurzem mal ein Video gesehen, was ganz lustig ist, weil ich das vorher nicht wusste, dass es das gibt. Und zwar, wenn man hier so am Fahren ist oder so und mal die F7-Taste drückt und dann mal Eingabe, dann kann man hier den Auflieger anpassen. Und ich denke mal, dass das jetzt mit diesen Niederflur-Deichsel-Anhängern auch geht, dass man die Deichsel ein bisschen rein- oder rausziehen kann, je nachdem. So würde das in echt auf jeden Fall auch funktionieren. Aber diese Option ist auf jeden Fall dafür gedacht, falls ihr keine Mods installiert habt, für die Auflieger von, waren die von Schwarzmüller, für die Tiefbett-Auflieger. Denn da gibt es auch welche, die einfahr- und rausfahrbar sind und dafür ist diese Einstellung halt eben gedacht. Ja, hier haben wir auch nochmal ganz große, schöne Möglichkeiten. HCT werden wir auch irgendwann mal fahren, definitiv. Da bin ich echt schon super gespannt dran, drauf. Vor allen Dingen, weil ich ja diese schwere Einstellung für das manuelle Einparken reingemacht habe. Also da ist nichts mit überspringen und einfach nur vorwärts reinfahren und gut ist. Die Dinger müssen wir dann tatsächlich rückwärts an die Rampe oder so fahren. ja, an Trailern und so haben wir nicht viel Auswahl, ne? Also wenn wir uns jetzt ein Glieder dazu kaufen, was für einen Auflieger kaufen wir uns dazu? Oder kaufen wir uns für den ersten LKW noch keinen Auflieger? Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt mal so machen, dass ich mir mit dieser Folge, wenn ich das hochgeladen habe, mir ein bisschen Zeit lassen werde, damit ich mal gucke, ob da vielleicht noch ein, zwei Stimmen oder so reinkommen für einen Sattelzug oder Gliederzug. Ich möchte mich dann so ein bisschen an eure Entscheidung halten, was ihr eher sehen wollt jetzt für den Anfang und dann schauen wir einfach mal. Die nächste Tour wird auf jeden Fall dann sein, die 13 Tonnen Badewanne hier mit dem neuen MP5 Arctros nach Sodankielä fahren. Wie weit waren das eigentlich? Steht das hier mit dabei? Ja, 452 Kilometer fahren wir dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, auch wenn diese Folge jetzt so ein bisschen, ne, wieder gequatscht und so war, aber wie gesagt, ich will mich nicht stressen. Ich will mich erstmal wieder ein bisschen auch reinfuchsen. Der Weg ist das Ziel. Und ein bisschen Planung machen mit euch zusammen. Und ich hoffe, dass es euch auch so gut gefällt. Für diejenigen, die jetzt sagen, ey, das war zu viel Gequatsche und so. Ja, Leute, es gibt, ne, das ist ja das Gute an diesem Player, ihr könnt einfach vorspulen oder dann das nächste Video anklicken, wie ihr wollt. Und falls es euch überhaupt nicht passt, ja, dann ist das halt eben so. So, mit unserer LKW-Transporterfirma machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Dann sacken wir uns nochmal knapp 7.000 Euro ein mit dieser Tour. Und dann hoffen wir, dass wir auch so langsam mal ein bisschen im Level steigen, weil Level 6, naja, ist nicht viele, ne? Ist nicht viel passiert hier. Aber ja gut, so ist das halt im Let's Play. So, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen irgendwie und ich hoffe, dass ihr vielleicht noch ein bisschen mitstimmt, was jetzt abgeht. Gliederzug oder Sattelzug, ihr dürft es entscheiden. Schreibt es einfach in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dort werden wir dann auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr fahren. Diese Folge war jetzt mehr ein bisschen Gequatsche, aber so ist das halt, wie gesagt. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, haut rein. Ciao.